Überall rund um die Welt verzeihen sie schon die Leid, dass jetzt kommt eine wunderbare, friedensvolle Zeit. Ob Süden, Osten oder Norden oder rundherum, groß und klein, jung und alt, keiner ist mehr so dumm. Wir sind frei sein, ist Menschenrecht. Frei sein, war noch nie schlecht. Oh, 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 frei sein, das sind wir echt. Und jeder tut, was er möchte. Egal ob groß oder klein, jener ist mir jetzt verloren. Alle Menschen sind jetzt wieder eins in einem Dorn. Herzlich lachen statt Bange machen, Lebenslust statt Angst. Egal was kommt, egal was ist, Hauptsache ist du Angst und Mensch sein. Oh Mensch sein, was haben wir echt? Mensch sein. Oh, Mensch sein, du sind wohle drin. Also, ich sage mal ein herzliches Grüß Gott. Hallo. Wir sind eigentlich immer so beim Rennberg. Du, passt es für alle? Viele kennen wir ja schon. Wir sind so ein kleines Team, die was diese MFAs abhalten. Das ist der Toni. Hallo. Dann die Monika und die Margit. Wir sind da so ein kleines Team, was alle zwei Monate mal ein MFA machen. Viele kennen mal mehr die ACK, da sind natürlich die Gewässervortragenden da, wirklich, so wie er ja schon genannt hat, der Dr. Hörmann oder so, die tragen halt bei der ACK vor. Und wir tun das dann immer so vor Ort ein bisschen mehr vertiefen. Uns gibt es in Österreich, glaube ich, mittlerweile in so kleine Gruppen, nein, schon mehr, 7, 8 Mal so. Die was so in Niederösterreich gibt, so 3-4 Gruppen, die was das machen. In Kärnten gibt es auch so 3-4 Gruppen. In Salzburg gibt es so 2 Gruppen, die was das machen. Und in Oberösterreich sind es auch 2 Gruppen. Also es ist an verschiedenen Orten, die machen so MFAs. Und MFA heißt Meinungsfitnessabend. Genau. Okay, für uns ist das schon so selbstverständlich. Genau. Und was heißt Meinungsfitnessabend? Meinungsfitnessabend ist eigentlich das, man bildet sich selbst eine Meinung. Das heißt jetzt, es gibt ja die Medienwelt, wo man einfach viele Informationen kriegt und es kriegt auch die anderen Informationen. Und auf das wollen wir eigentlich heute mal ein bisschen mehr eingehen, was heißt Informationen zu kriegen. Wir kriegen ja wahnsinnig viele Informationen, gerade momentan zu der Weltlage. Jeder kriegt das ja mit, irgendwo mehr oder weniger, was jetzt läuft da mit der Ukraine, was die Sanktionen gegenüber von Putin sind, also sind ja verschiedene Sachen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte das heute wirklich mal so ein bisschen so bringen. Ich glaube, jeder kennt diese Zeitung, oder? Und meistens, die meisten lachen über diese Zeitung. Weil sie immer sagen, ja, die Kronenzeitung, die kennt ja eh jeder. Und Klatschzeitung hier und Klatschzeitung hier. Aber so wie es ist bei McDonalds, wo jeder sagt, ich gehe nicht hin, ist trotzdem das, was immer besetzt ist, genauso. Ja. Genau. Und was ich Ihnen heute mal bringen möchte, ist die aktuelle Meinung, die was eigentlich das Volk prägt. Weil bei 1,5 Millionen Leser, was die Kronenzeitung hat, muss das Volk prägen eigentlich mit dem, was eigentlich da drinnen steht. Weil sonst darf man es wahrscheinlich nicht kaufen. Und wir möchten heute das bringen, was sagen die Medien, was sagt der Mainstream und was gibt es dann auf der anderen Seite. Und man wird dann ein paar Berichte sehen, die haben wir dann so vorbereitet, was eigentlich so ist. Und wenn man jetzt halt einfach aufschlagt und dann liest ich eigentlich mal auf der ersten Seite, das ist so ein bisschen, genau, da steht jetzt halt zum Beispiel russischer Importstopp, Brüssel plant Aufkauf von Obst und Gemüse. Also jeder, vielleicht haben viele das mitgekriegt oder machen kurz einen Rundumschlag, weil es geht mir jetzt nicht um das, ob die Russen jetzt da uns Sanktionen gemacht haben. Nur einfach, was man so hört. Es geht um das, wir haben ja Russland Sanktionen gemacht und die Russen haben das natürlich auch gemacht. Und die nehmen jetzt unsere Bauern, Obst und Gemüse nicht mehr. Mittlerweile ist ein Schaden von 4,5 Millionen durch diese entstanden.
nur für Österreich, muss man sich mal vorstellen, da reden wir noch gar nicht von der EU, sondern rein nur für Österreich, was da für Schaden entstanden ist, weil wir Sanktionen gemacht haben und jetzt hat unsere Bauern komplett auf Erlen, Obst und Gemüse stehen. Aber was da drinnen steht, was mich eigentlich extrem schockiert hat bei dem Ganzen, ist das da, dass dann drinnen steht ein Satz, wir reden von Gedankenprägung, was wir da haben. Bereits für den russischen Markt vorbereitete Lebensmittel dürfen nicht in Putins Reich. Was ist ein Reich? Wann hat man Reich gesagt? Bei Reich, das ist, man spielt mit den Menschen, bei Reich, da kommt sofort der Nationalsozialismus. Da kommt Hitler ins Gespräch. Putin hat man mit Hitler schon verglichen. Da kommen Sachen auf bei den Menschen, das, was eigentlich alles mit negativen Gedanken zu tun hat. Und man tut Putin dann in dieses negative Schema ein. Ich gebe jetzt nichts ab für das, ob Putin gut ist oder der andere schlecht. Einfach nur, was man an Gedanken mit Worten prägt. Was in die Medien reinkommt, mit Wörtern, was das bei Menschen auslöst, diese Wörter. Genauso kommt der andere Artikel dann wieder, dass man Putin mit 287 LKWs eigentlich nicht in die Ostukraine lässt, weil man vermutet dahinter, dass er da drinnen Waffen hat und alles Mögliche. Und er eigentlich dort die Ostukraine mit Lebensmitteln beliefern will. Und jetzt muss man das alles umladen in Rot-Kreuz-LKWs. Man muss ja wahrscheinlich bezahlen, das alles. Weil die EU sind wir. Die 4,5 Millionen, die was jetzt in Österreich verliert da an dem Land, muss, schreibt man groß ein, die EU muss helfen, die EU muss Finanzspritzen geben, die EU muss das und die EU muss das. Aber wer ist die EU? Die EU sind wir. Wir zahlen das im Endeffekt wiederum von so einer Taschen und lang tonnenweise Obst und Gemüse weckert, was eigentlich alles einen Abnehmer gehabt hätte. Nur aufgrund von Sanktionen, die was man einfach gestellt hat. Einfach das, was jetzt einmal da in den Medien einfach so drinnen ist, was man halt jetzt einmal vom Gängigen her, was aber auch mit vielen Wörtern mit Wörtern eigentlich unser Gehirn gewaschen wird. Und wir glauben halt das, was einfach die meisten Menschen glauben halt das, was in den gängigen Medien drinnen ist, was man eigentlich so hört, was man, obwohl wir oft bei der ZIP2 sich anschaut, oder sonst irgendwo hört. Und da haben wir gesehen, das ist jetzt wurscht, der Kronenzeitung, der oder irgendeine andere Zeitung, der was hinter der Kronenzeitung steht, der macht auch einen Standard, also das sind alles immer die gleichen Personen, das ist kein anderer mehr. Es sind immer die gleichen Leute, was hinter den ganzen Zeitungen stehen. Da kann man jetzt halt jede Zeitung hier nicht mehr. Nein, bitte, lassen Sie nichts stören. Genau, ich stoße einfach nur zusammen, es geht uns eigentlich um das, dass die Menschen wieder nach ihrer Intuition wahrnehmen, was ist eigentlich wirklich die Wahrheit. Also ist es jetzt das, was in den Massenmedien steht, oder es gibt ja sehr viele andere Aufklärungsdienste schon, dass man so wieder ein Gespür kriegt und vor allem, dass man wahrnimmt, welcher Krieg spielt sich ab. Weil der Krieg ist nicht nur mit Waffen oder wie man es jetzt in der Ukraine sieht, sondern der Krieg ist eigentlich über die Medien. Ich habe jetzt einen sehr guten Artikel selber von einer anderen Plattform gehört, da war Medien, Macht und dann Machtpolitik. Also die Politik wird über die Medien gemacht, auch der Krieg wird über die Medien gemacht. Und das muss man mal auch wissen und wahrnehmen, dass der Krieg sich nicht auf dem Feld abspielt, weil da ist er dann zum Schluss eigentlich erst, weil das geht vorher schon lang über die Medien. Die Medien sagen eigentlich uns, was wir glauben sollen. Und da wir eigentlich nicht, die meisten Menschen, gar kein anderes Angebot nicht kreieren von anderen Medien oder auch nicht wissen, was eigentlich andere Medien auch noch gibt, dass man sich was anderes genauso anhören kann, möchte man halt mal andere Medien vorstellen, die was einfach von dem jeden Tag, wenn man heute um 7:30 die ZIP2 anschaut, kann man sich um 7:45 gleich die KTV anschauen. Die hat gleich zum aktuellen Thema, was in der ZIP2 ist, in Polyoki, das Gegending drinnen. Und der Mensch kann selber wieder lernen, zu wissen, was ist richtig und was ist falsch. Weil es heißt ja auch nicht alles, was da drinnen ist, ist richtig. Aber man weiß, es gibt zwar Gegenüberstellungen. Man kann selber sich wieder von denen überzeugen,
was ist eigentlich wirklich jetzt in der Ukraine los, was ist jetzt eigentlich mit dem Putin los, was ist mit dem los, was spielt sich eigentlich wirklich ab. Momentan Schlagwort Ebola zum Beispiel, hört man jeden Tag in den Medien. Es gibt auch andere Meinung zu Ebola vielleicht auch noch, aber wer sagt die andere Meinung? Es gibt eigentlich in den Massenmedien keine andere Meinung. Es gibt nur die Meinung, die was man einfach da liest. Und das ist in der Salzburger Nachrichten, in der Kronenzeitung, im Standard schon fast das Gleiche. Aber es gibt da wirklich nur was anderes zu Ebola. Oder eben zu viele andere Dinge. Und das möchten wir eigentlich heute mal, wir möchten das gern bringen, was eigentlich die Massenmedien in unsere Gedankenwelt sitzt, weil es geht um Gedanken. Und was es anders auch noch gibt, wo man wirklich auch noch etwas anders hören kann. Und das ist die KTV, aber da würde ich lieber an Toni hin, weil der macht die KTV persönlich. Die KTV heißt Klagemauer. Genau, die Klagemauer. Das heißt dann jetzt so, Klagemauer. Viele finden den Namen nicht so passend, aber damals ist auch kein anderer nicht irgendwie ausgewählt worden, weil es ist Klagemauers Denkgrund, weil die ganzen Menschen, die was Klagemauer schauen, können dort einen Link schicken, was du in den normalen Medien nicht kannst, und können dort mitwirken. Darum heißt es Klagemauer. Die können praktisch eine Klage einreichen und aus dem, was sie einreichen, geht ein Forschungsteam heraus, wo die, was sie dann mit denen beschäftigen und schauen, was gibt es für Bücher, was gibt es für Grundlagen, was kann man da noch forschen für den Ganzen. Und da wir mit der Klagemauer auch auf der ganzen Welt wirklich mittlerweile unterwegs sind und direkt dort live drehen, also da kann man sich sehr viele Filme anschauen drin, die werden live dort gedreht. Wir wollten eigentlich mal sagen, haben aber dann empfunden, eben durch Kinder, die was dann da sind, der ist erst ab 18. Also würde ich den eher für daheim einmal anschauen und nicht jetzt da herinnen. Darum haben wir das jetzt nicht gemacht, dass wir da herinnen anschauen. Ukraine, oder? Ja, fahrt zur Hölle. Ja, furchtbar, ja. Es ist furchtbar, was man da drinnen sieht, aber eben nicht für unter 18 Jahre. Und ich glaube, mit 18 Jahren muss man da schon ein paar Mal schlucken. Ich habe mir auch ein paar Mal schon. Ich habe selbst gerät, also das war selbst für mich fast nicht aushaltbar. Ja, genau. Also es ist wirklich fürchterlich, ist live gedreht worden. Ich habe es originaler angeschaut, das dauert ja nur länger, die Szenen, was er da bringt. Das ist grauenhaft. Grauenhaft, ja. Aber der Toni ist selber Klagemauermacher, er tut mit den Moderatoren dort das machen, er ist da live eigentlich drinnen, schon seit 2,5 Jahren geworden, oder? 2,5 Jahre macht der Toni die Klagemauer und der Toni kann da ein bisschen mehr erzählen, was die Klagemauer betrifft. Aber da will ich eben die andere Seite bringen. Ich möchte gerne diese Seite bringen und der Toni macht die andere Seite, wo man einfach mal was anderes auch hören kann zum aktuellen Thema. 7:30, 3:45 die Klagemauer. Genau. Ja, danke. Also eben, Klagemauer. Also eigentlich heißt es Medienklagemauer TV, weil man eben eine Klage einreichen kann. Ich möchte euch vielleicht ganz kurz erklären, wie die Klagemauer entstanden ist, dass man auch die Inspiration dahinter versteht. Ich glaube, an jeden ist die AZK bekannt. Irgendjemand, der nicht weiß, was AZK ist. Okay, Sie wissen nicht, was AZK ist. AZK ist eine internationale unabhängige Plattform von Bürgern gegründet, um eben Wissenschaftlern und Leuten in der Wirtschaft, die durch die Medien mundtot geschwiegen werden, eine Plattform zu bieten, wo sie eben ihr Wissen, ihr Fachwissen präsentieren können, obwohl es eigentlich, sagen wir mal, den Mainstream-Medien entgegengeht. Ja? Aus der AZK-Arbeit ist dann eben die sogenannte AZZ, Antizensurzeitung, entstanden, die sich zur S&G entwickelt hat. Dann einfach wurde komprimiert auf eine A4-Seite, Stimme und Gegenstimme heißt es jetzt. Und diese Artikel, die was in der S&G kommen, die werden von unserem Redaktionsteam umgeschrieben und als Moderationstexte verarbeitet, dass man sie dann als TV-Sendung ausstrahlen kann. Ja? Wir sind mit der Klagemauer mittlerweile in über 25 Sprachen vertreten.
unter anderem so Sprachen wie zum Beispiel im Kongo der Lingala, also das ist irgend so eine afrikanische Sprache. Also wir sind wirklich sehr weit verbreitet mit über 1 Million Zuschauern und wir bringen mittlerweile durch Medienkommentare, sprich die Medien bringen etwas und wir kommentieren dazu eine Gegenstimme, eigentlich live mit dabei am aktuellen Geschehen. Die Klagemauer ist eigentlich von ganz normalen Bürgern betrieben, sprich wir haben Studios, die teilweise nur 200 Euro oder was kosten und man kann sich zu Hause so ein Studio bauen. Ich selber habe mir so ein Studio gebaut, habe mich da investiert mit einem kleinen Team und bilde Leute heran hier in Salzburg, um eben Sendungen zu produzieren. Eben, ich habe euch heute eine kleine Kostprobe mitgebracht, aber nur ganz kurz, was wir eigentlich mit der Klagemauer bezwecken wollen. Die Klagemauer ist einfach eine Gegenüberstellung, genauso eben wie die S&G, aber eben es soll dazu dienen, dass sich Leute einfach eine eigene Meinung bilden können. Weil Mainstream-Medien, merkt man vielleicht auch immer mehr, sehr einseitig berichten, sehr von der Wirtschaft geprägt sind in dem, was sie sagen oder sagen dürfen, ja, kriegen einfach nicht das volle Spektrum einer Situation mit, wie zum Beispiel jetzt in der Ukraine. Wir sind nicht dort, wir wissen nicht, was abgeht und unsere einzige Hoffnung ist eben das Mainstream-Medium. Und durch Leute, die was selber dort auch Sendungen produzieren und Informationen uns liefern, eben Klagen einreichen mit Informationsquellen und so, haben wir jetzt eben alternative Medien geschaffen, damit sich der Otto-Normalverbraucher jetzt die Medien, die Mainstream-Medien anhören kann und die Gegenstimme dazu. Und nur wenn ich Stimme und Gegenstimme höre, habe ich mehr als, ich sage jetzt mal, mehr ein rundes Bild. Die Wahrheit muss jeder für sich selber wissen. Ja, es gibt wir haben keinen Absolutheitsanspruch. Ja, aber es dient dazu, dass der Otto-Normalverbraucher besser die Zusammenhänge in der Welt versteht. Um sich herum, international, politisch, wirtschaftlich, gesundheitlich, wie auch immer, dass er einfach dann auch wieder diese Macht an sich ziehen kann. Die Macht geht vom Volk aus, sagt man. Nur wenn man sich anschaut, wie das Volk sich verhält, sind wir eigentlich wie Schafe geworden durch die Mainstream-Medien. Ja? Und das wollen wir wieder zurückholen. Das ist unser Zweck, dass die Leute wieder eine eigene Stimme haben, dass sie ein Medium haben, wo sie selber mitgestalten können. Ja, darum haben wir das eigentlich so gemacht, das ist eigentlich ehrenamtlich kostenlos und wirklich auf einfachsten Mitteln, aber wir sind wirklich so gefürchtet, dass uns Medien wie YouTube oder die eigentlich international sehr, sehr stark sind, gerade jetzt für Länder mit weniger Mitteln wie Ukraine, die arabischen Länder, die bauen sehr auf diese Plattform und wir werden von so einer Plattform aber dann mundtot geschwiegen, ja. Gesperrt, wir sind gesperrt worden eigentlich, aber seitdem wir gesperrt wurden, haben wir eine Million neue Abonnenten bekommen. Ja? Also wir sind mittlerweile sehr unabhängig geworden, wir sind mittlerweile sehr groß und ich möchte euch jetzt vielleicht noch ganz kurz zur aktuellen Situation in der Ukraine ein kleines Video präsentieren. Ja. Also einfach nur, damit man mal versteht, wie weit die Mainstream-Medien heute gehen können, weil wir keine eigene Stimme haben in den Medien. Ja? Das ist jetzt eine Sendung, die letzte Woche ausgestrahlt wurde. Es geht hier darum, Chomatska TV ist ein ukrainischer Sender, der seit Beginn der Ukraine-Krise im ersten Kanal in der Ukraine ausgestrahlt wird, dem staatlichen Fernsehen. Und dieses staatliche Fernsehen macht jetzt eben genau diese Aussage. Offener Aufruf zur Ermordung von 1,5 Millionen Bürgern. Ja? Und ich frage Sie jetzt, also Sie schauen sich das jetzt mal an und ich frage Sie, wenn Sie das jetzt hören, hätten Sie eine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren? Guten Abend, verehrte Damen und Herren und willkommen bei Medienklagemauer TV. Geben wir es zu, bis vor noch wenigen Monaten oder Jahren hätten wir es für unmöglich gehalten, dass jemand in aller Öffentlichkeit einfach zu einem Genozid, sprich Völkermord, aufrufen könnte. Doch am 29. April 2014 geschah genau dies in der Ukraine.
Im ukrainischen Chromatske TV propagierte der Journalist Bogdan Butkevich von der Zeitung Ukrainische Woche seine Sicht, wie man in Donbass die heutigen Probleme am besten lösen sollte. Er macht die hammerharte Aussage, dass es dort 1,5 Millionen überflüssige Menschen gäbe, die man einfach töten sollte. Bevor wir die uns zugesandte Originalaufnahme anschauen, machen wir Sie, verehrte Zuschauerschaft, darauf aufmerksam, dass es sich hier wohl wieder um eine gezielte Indoktrinierung handelt, die uns Europäer von jedem Nationalbewusstsein abbringen soll. Wir weisen eindringlich darauf hin, dass mit dieser Ausstrahlung im ukrainischen Fernseher ein gezielter Informationskrieg geführt wird. Beachten Sie, wie dieser propagierte Völkermord in direktem Zusammenhang mit scheinbar nationalen Interessen der Ukraine in Verbindung gebracht wird. Hier sehen wir wieder diese unterwandernde Taktik US-gesteuerter Nazi-Lohnterroristen, wie wir sie bereits in unserem Film Ukraine – Klarheit im Vorhof der Hölle deutlich dargelegt haben. Durch solche Genozidaufrufe unter dem Deckmantel sogenannter nationaler Interessen soll einzig jede echte nationale Bestrebung in den Staub gebeugt und schließlich den globalistischen Interessen unterworfen werden. Der TV-Sender Chomatske TV ist seit Beginn der Proteste auf der Maidan existent. Der Sender wird unter anderem von der amerikanischen und niederländischen Botschaft in der Ukraine finanziert. Seit der Machtergreifung der Putschregierung wird er regelmäßig im ersten Nationalkanal ausgestrahlt, dem staatlichen ukrainischen Fernsehen. Donbass ist nicht nur eine depressive Region, da ist ein Komplex von solch großen Problemen und das Allerwichtigste, da lebt eine gewaltige Anzahl an absolut überflüssigen Menschen. Glauben Sie mir, ich weiß genau, wovon ich spreche. Wenn wir von der Donetsker Region sprechen, leben dort etwa 4 Millionen Einwohner. Davon sind nicht weniger als 1 bis 1,5 Millionen überflüssig. Was will ich damit sagen? Wir brauchen gar nicht Donbass und seine Forderungen zu verstehen. Vielmehr sollten wir ukrainische nationale Interessen verstehen und verfolgen. Und Donbass muss man einfach dafür als eine Ressource benutzen. Bezüglich des Verstehens der Situation in Donbass. Ich denke, obwohl ich kein Rezept vorlegen kann, wie man es schnell macht, aber ich weiß eines. Das Wichtigste, was man jetzt machen muss, auch wenn es brutal klingen mag, es gibt dort eine Kategorie von Leuten, die einfach getötet werden müssen. Allein schon die Tatsache, dass so etwas ungehindert von einem ukrainischen TV-Kanal ausging, lässt auf eine Verbindung zu dem gegenwärtigen, dort herrschenden Terrorregime schließen. Mit dieser Sendung möchten wir unsere Zuschauerschaft, insbesondere aber auch alle Aufklärungsdienste, dahingehend sensibilisieren, dass wir uns inmitten eines gezielten und massiven Informationskrieges befinden. Noch diverse andere Filme kursieren derzeit im Internet, die gezielt das Antinationale, aber auch den Rassismus, insbesondere den blinden Judenhass, heraufbeschwören sollen. Mit erschlagenden Genozidaufrufen, insbesondere auch gegen das palästinensische Volk, wird gezielt rassistischer Hass geschürt. Warum dies? Damit die freien und unabhängigen Internetmedien angreifbar werden. Auf welchem Weg? Indem die freien Medien lauthals anti-israelische Proteste anmelden und so in die strafbare Antisemitismusfalle tappen. Über diese Taktik werden nämlich gerade weltweite Internetsperren für hinderliche Aufklärungsdienste und freie, unabhängige Medien zugerüstet. Wir raten daher dringend, keinerlei rassistischen Tendenzen Raum zu geben. Kollektive Verurteilungen und Vergeltungsmaßnahmen sind immer der falsche Weg. Kriegstreibende Hauptmedien sind allem voran daran interessiert, die freien Medien, durch die sie in die Kritik geraten sind, zu entmachten. Wie gelingt das am besten? Indem man ihnen falsche Berichterstattungen, rassistische Tendenzen, gefährliche Laienhaftigkeit oder sonstige Schwachstellen nachweisen kann. Zum Schluss daher noch einige Tipps, worauf es ankommt. Vermeiden Sie jede Weitergabe von brisanten Informationen ohne genaue und seriös überprüfte Quellenangaben.
Wir betonen noch einmal, passen Sie auf, es werden derzeit ganz bewusst viele fehlerhafte und falsche Berichterstattungen gestreut. Meist handelt es sich um scheinbar große und hochinteressante Funde im Aufklärungsdienst. Diese werden dann sogleich von allen oberflächlichen Aufklärern in Umlauf gebracht. Sobald dies geschehen ist, lassen diejenigen, die diese Falschinformation zuvor gezielt gestreut haben, all jene schonungslos auffliegen, die in ihre Falle getappt sind. Dann aber werden mit ihnen zugleich alle freien Medien pauschal unglaubwürdig gemacht. Dies ist das eigentliche Ziel dahinter. Achten Sie daher vor allem genauestens darauf, dass Ihre Informationen zuverlässig und dicht sind. Nennen Sie erst, wenn dies sicher der Fall ist, furchtlos Ross und Reiter beim Namen. Vermeiden Sie dabei aber unbedingt jegliche kollektive oder rassistische Nebenbemerkungen. Zu entlarven gilt es allem voran die Drahtzieher und Köpfe terroristischer Aktionen und der geplanten Kriege, nicht aber irgendwelche Landes-, Rassen- oder Religionszugehörigkeit und so weiter. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und empfehlen ein wiederholtes Studium unserer Sendungen zum Ukraine-Konflikt und im Besonderen unserer Filme bezüglich der Funktion moderner Kriege. Versuchen Sie bitte, Ihre Aufklärungsarbeit und Berichterstattung stets im Licht der dort aufgeführten großen Linie zu präsentieren. Wir wünschen viel Erfolg dabei. Wie geht's euch mit der Aussage von dem Journalisten? Ich sage jetzt mal, potenziell könnte das auch in Österreich gesagt werden. Wie könnte sich jemand von euch jetzt wehren? Mit einem Leserbrief. Oder? Drucken es nicht, genau. Das heißt, wir müssen selber unsere Stimme rausbringen. Und genau das ist die Klagemauer TV. Ich möchte dadurch darum wirklich euch heute auffordern, aufrufen, einladen, mit uns mitzuwirken, die Klagemauer größer zu machen, durch Artikel schreiben. Wir brauchen dringend Leute, die wirklich Durchblick haben in diesem ganzen Mediengeschehen und Sachen auf den Punkt bringen können, ja? Damit wir S&G-Artikel, Klagemauer-Sendungen machen können. Ja? Wir brauchen Leute, die was recherchieren können, die was sich durch diesen ganzen Medienurwald durchnavigieren können. Jeder Einzelne ist gefragt. Das ist kein Ego-Trip von uns, sondern das ist unser Überleben, um das wir da kämpfen. Weil dieser Krieg mag jetzt in der Ukraine beginnen, aber wir sind als EU-Staatsbürger direkt davon betroffen. Das heißt, früher oder später kommt es hierher. Das heißt, wir retten uns damit selber das Leben durch solche Medien. Ja? Und ich möchte abschließend Martin Luther King zitieren, der sagte, zum Schluss wird nicht das Wort unserer Feinde bleiben, sondern das Schweigen unserer Freunde. Das heißt, wenn wir nicht aktiv werden, sind wir selber schuld, wenn wir untergehen. Danke. Super. Danke, Toni. So, Toni hat jetzt die Klagemauer ein bisschen vorgestellt. Da sind eben sehr viele Filme noch drinnen, die was man bezüglich Ukraine sich wirklich mal anschauen kann. Man braucht ein bisschen, wie sagt man, so gerade schwittern, dass man gewisse Sachen da drinnen aushält. Um was geht es uns eigentlich? Um uns geht es jetzt nicht, dass wir sagen, okay, die KTV hat das hundertprozentig. Oder die
Massenmedien haben es hundertprozentig. Aber es geht uns um das, es braucht etwas anderes unter dem Volk. Um das geht es uns eigentlich. Es geht um das, wie ihr seht, wir sind ein kleines Team, wir sind 4 Leute, machen jetzt die ganzen KTV-Sendungen, wir machen S&G, wir machen Filme, wir machen Vorträge, wir machen alles in einer kleinen Gruppe. Aber dass es trägt, das Ganze, braucht es mehr. Es braucht Leute, die was hergehen und sagen, du, ich habe da einen Artikel gefunden, zum Beispiel so wie ich habe einen Artikel gefunden, wir haben vielleicht das, wir haben gesagt, Eva Herrmann muss im deutschen Raum, ich kenne sie persönlich jetzt weniger, aber im deutschen Raum eine der bekanntesten Journalistinnen gewesen sein. 97% der Bekanntheitsgrad, das ist wahrscheinlich nur jemand anderen auch, der so bekannt ist. Und die ist draufgekommen, nach 20 Jahren Journalismus, was sie betrieben hat, dass sie eigentlich immer belogen worden ist. Dass sie eigentlich etwas unterschrieben hat, was sie eigentlich nicht mehr ausleben kann. Und hat da wirklich sehr, sehr viel geredet, ist attackiert worden, ist bedroht worden von der Durten, die war, glaube ich, beim ZDF oder so irgendwie, dort die da vortragen. Und ist eigentlich von dort, von den Leuten bedroht worden, die was im ZDF machen, wenn sie noch weiter aussieht, sagt, diese Dinge, was da eigentlich hinter dem Ganzen sich abspielt, dass sie mit ihrem Leben kämpfen muss. Ist sie bedroht worden. Die hat das aber wirklich wörtlich gesagt, hat 2 Bücher geschrieben. Viele kennen das vielleicht, das Eva-Prinzip. Das ist ein ganz bekanntes Buch für ihr, was eigentlich die Frau für Rolle in der Gesellschaft spielt und was man eigentlich ihrer aufdrückt im Leben. Und eben diese Frau, wenn so eine Frau an die Öffentlichkeit geht und sagt eigentlich, sie hat damals den Journalismusvertrag unterschrieben, dass sie eigentlich nie was aussagt, was nicht vorher ihr vorgeschrieben worden ist. Die darf nie was sagen, was eigentlich nicht der Wahrheit entspricht. Also was anders erfährt. Das darf sie nicht sagen. Sie darf nur das sagen, was man ihr vorschreibt. Das hat sie vor 20 Jahren unterschrieben. Und gegen das ist sie jetzt halt aufgestanden. Und das ist, man muss sich das vorstellen, in diesen Reihen, also eine sehr mutige Frau, weil eben das wirklich mit dem Leben zu tun hat, mit dem eigenen Leben, wenn man sowas macht. Die hat auch ihre Stellung verloren. Die hat auch ihre Stellung verloren, die hat alles verloren. Ja. Die hat 22 Jahre, hat den Journalismus gemacht, die hat alles verloren durch das. Aber es ist hochinteressant, was diese Frau gesagt hat, in dem, was da alles hinter bei sie abgespielt hat, was sie eigentlich machen hat müssen, was nie und nimmer der Wahrheit entsprochen hat. Und auf das ist sie selber draufgekommen, dass die Medien alle verloren haben. Und für das braucht es aber Menschen. Für das braucht es Menschen, dass man einfach, die was hergehen und sagen, du, ich bringe da auch so einen Artikel von der Eva Herrmann. Oder ich bringe das, oder ich kann das zusammenfassen. Oder wir haben auch sehr viele schöne, wirklich sehr viele schöne Zeugnisse gehört von Menschen, die haben zum Beispiel dieses Katalog, immer. Die haben das in einer Handtasche drin. Die sind zum Beispiel, wir sind jetzt, haben einen Ausflug gemacht, Kelsteinhaus haben wir, da haben sich die Leute sich einen Katalog mitgehabt. Und dann haben sie mit den Leuten da geredet, warum geht man eigentlich dorthin, aufs Kelsteinhaus, schon wieder, geredet hat es nicht, also wirklich nicht anreizen, dass man sagt, okay, da würde ich jetzt rauffahren wegen einem Ausblick. Warum gehen die Menschen dorthin? Und die haben diese Menschen da oben, weil die haben eigentlich selber auf der Suche, haben die einfach diese Karte austeilt. Haben gesagt, schauen Sie mal da rein. Schauen Sie mal nachher in einer Nachrichtensendung einmal da rein in 3-4 Wochen. Und die haben das gern genommen. Die Menschen sind offen für das. Man muss sie nicht fürchten, wenn man irgendwem was gibt und sagt, schauen Sie mal da rein. Nein, ganz und gar nicht. Der Mensch hat genug von den Mainstream-Medien. Er hat genug, dass er belogen wird, weil der Mensch weiß nämlich, dass er belogen wird. Weil sonst würde es ja nicht so viele Kriege geben rundum. Es würde ja nicht, wir werden ja ausgeblutet, wir arbeiten für was, wo wir ganz genau wissen, wir kriegen in 40 Jahren keine Pension nicht mehr. Das wissen wir doch. Wir arbeiten ja eigentlich nur mehr für den Staat. Und man darf sich das trauen, man darf sich wirklich trauen und diese Karte mitnehmen und das und das Volk mischen, damit die Menschen aufwachen draußen, damit die Menschen eigentlich mal sehen, es gibt eigentlich auch andere Medien, es gibt noch eine andere Stimme zu dem, was es eigentlich da in den Massenmedien gibt. Und das ist das, was wir brauchen. Wir müssen das Volk aufrufen. Man denkt immer, wenn man das liest, naja, ist ja eh in der Ukraine. Wir sind ja eh 1000 Kilometer weggeschickt, fast von. Es ist ein Nachbarsland.
Es ist einfach mal so. Es ist ein Nachbarland. Auch Russland ist nicht weit weg. Und wir wissen ganz sicher, wenn noch etwas kommt, dann spielt sich das mit in Europa ab, weil es hat sich immer in Europa gespielt. Jeder Gröbner. Er wird sicher nicht in Amerika stattfinden. Er wird genau wieder da stattfinden bei uns. Und es gibt da sehr viele Prophetien, sagen wir mal so, von sehr vielen Menschen. Was heißt, es kommt noch einmal ein Krieg, der tausendmal grausamer sein wird wie der Erste und der Zweite Weltkrieg. Und denke ich mal verhindern. Denke ich mal verhindern, indem, dass wir diesen Informationskrieg nämlich aufdecken. Diese Gedankenwelt, die was uns da übergestülpt wird, die können wir wirklich aufdecken, indem, dass man muss nicht einmal, viele sagen, nein, ich bin der Artikelschreiber nicht, kann ich nicht, oder der Recherchierer kann ich nicht. Aber eins kann ich. Ich kann in meiner Tasche so eine Karte mit haben und triff auf Menschen und kann sagen, schau doch mal durch das andere an. Weil wie viele Stammtische gibt es, wo immer nur geschimpft wird und gewedert wird über die aktuelle Situation und viele Steuern müssen wir zahlen und das ist schlecht und das ist schlecht. Wo gibt es denn das nicht? Es gibt es überall, in jeder Ecke gibt es das. Jeder schimpft und jeder wedert. Aber ich kann ja auch mal sagen, schau doch mal ein. Weil dann verstehst du vielleicht die Zusammenhänge, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und wer vor allem hinter dem Ganzen steht. Weil auf der Klagemauer TV, da erfahrt man sehr wohl, wer hinter den Medien steckt. Weil das ist alles Macht. Und wenn man sich dann nur vorstellt, dass es in Amerika ein Monumental, also so wie ein kleines Stonehenge gibt, wo witzigerweise nicht einmal man weiß, wem gehört das Grundstück, obwohl es halt eh bei jedem Zentimeter weiß, wem das Grundstück gehört, aber da weiß man es witzigerweise nicht. Oder wer es eingemeißelt hat, das weiß man auch nicht, und wer es hingestellt hat. Georgia Guidestone. Genau. 500 Millionen Menschen soll es dann noch mehr geben. Mittlerweile haben wir 8 Milliarden, glaube ich, sonst im Durchschnitt. Dann weiß man, wie viel da sterben müssen, dass es 500 Millionen zum Schluss gibt. Und das wollen wir verhindern. Aussprache für Deutsch. Eine Sprache fehlt auf dem Monument, Deutsch. Deutsch, ja. Ja. Genau. Also uns will es ausrotten. Es ist sogar die tote Sprache dabei. Es sind Chinesisch, Englisch, Französisch, Sanskrit sogar, Hebräisch, Lateinisch, glaube ich, außer Deutsch. Und das gibt mir auch zu denken. Was auch haben die mit uns deutschsprachigen Völkern vor? Genau. Wir kennen jetzt so die 500 Millionen. Also das muss uns mal bewusst sein, dass es sowas gibt, dass das jemand geschaffen hat vor weiß Gott wie viele Jahre, Jahrzehnte, wie auch immer, wo man oben steht, es sollen nur mal 500 Millionen Menschen geben auf der Welt. Und bei 8 Millionen sind es 7,5 Millionen Menschen, die durch irgendeine Art und Weise sterben müssen. Milliarden, genau. Und das kann man verhindern. Man denkt sich vielleicht, wir sind jetzt eine kleine Gruppe, okay, das, was können wir schon ausrichten, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Es gibt viele kleine Gruppen und jeder tut auf seinem Gebiet einen Teil. Aber es geht um das, dass man das unter das Volk bringt. Das Volk ist jetzt soweit, dass er sich was anderes anhören kann. Das Volk ist jetzt aufnahmebereit, weil das Volk ist ausgeblutet und will einfach wissen, was auf der Welt los ist. Und darum möchten wir zum Abschluss euch gern noch ein Lied vorspielen, damit es nicht so weit kommen muss, wie es in dem Lied gesungen wird. Ich möchte gerne jetzt meine Tochter Lois ankündigen. Sie hat ein neues Lied geschrieben, das mir sehr gut gefällt. Sie wird uns ein Lied singen. Sie sagt noch selber textlich was dazu. Aber das ist unsere einzige Chance, die wir sehen. Wir haben gesagt, wir kämpfen mit dem Mund, unser Schwert ist unser Mund, unsere Zunge. Und nicht nur, wenn es um Kriegsthemen geht, aber lasst uns das ins Bewusstsein eingraben. Es ist unsere Waffe, was aus unserem Mund kommt. Alles Weitere mögest du sagen, in jeder Hinsicht. Ja, vorerst möchte ich sagen, dass das hier kein Brautkleid ist.
Es ist ein Antikriegskleid. Und ich trage es heute für all die Frauen, die ihre Männer eben verloren haben in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, die vielleicht ihr Brautkleid im Schrank hängen haben, hatten, um zu heiraten, aber der Mann ist nie wieder zurückgekehrt. Und ich arbeite für Medienklagemauer TV als Produktionsleitung und sehe diese Bilder, die Leute können Klagen bei uns einreichen von aller Welt. Und da kommen diese Filme und Bilder, die Schreie von den Menschen. Und ich sehe diese Männer, wie sie zerschmettert am Boden liegen, wie sie massakriert in ihren Blutlachen liegen oder aufgeschichtet in Leichenhaufen. Männer, die nie wieder zurückgekehrt sind zu ihren Verlobten, Freundinnen, zur verheirateten Frau, zu Kindern. Und die einzige Hoffnung, das hat Papa gerade eben ausgesprochen, hat uns immer gesagt, unsere einzige Waffe ist das Wort. Das Wort, es aufzuzeigen, was ist Dunkelheit, was ist Licht, aufzeigen die Lügen. Und das ist das Schwert, was teilt zwischen Licht und Dunkelheit. So singe ich, mein Wort ist mein Schwert, es teilt Licht und Dunkelheit und macht Krieger jetzt bereit, endlich aufzustehen, nicht mehr mitzugehen, wenn sie in ihre Kriege ziehen. Mein Wort ist mein Schwert, es teilt Licht und Dunkelheit und macht Krieger jetzt bereit, ja. Mein Wort ist mein Schwert, oh, es teilt Licht und Dunkelheit und macht Krieger jetzt bereit, ja. Endlich aufzustehen und nicht mehr mitzugehen, wenn sie in Kriege ziehen. Und macht Krieger jetzt bereit, ja. Mein Wort ist mein Schwert, oh. Es teilt Licht und Dunkelheit und macht Krieger jetzt bereit, ja. Endlich aufzustehen und nicht mehr mitzugehen, wenn sie in Kriege ziehen, oh. Endlich aufzustehen und nicht mehr mitzugehen, wenn sie sie erschaffen die Feindbilder selbst, unterstützen Rebellen mit Geld, bestücken Söldner mit Waffen und stürzen die Länder in Not. Berichten von Terrorregimen auf allen erdenklichen Sendern, halten die Wahrheit aus den Bildern, bis alle Feind nach Hilfe schreien. Der große Menschenfeind, der wirkliche Angreifer, der allerorts Verwirrung und Ohnmacht geschürt, die Länder destabilisiert hat, sodass wir alle ein möglichst großes Verständnis für ihre militärischen Einsätze haben in aller Welt. Für ihre Drohnen und Chemiewaffen, ihre Minen und Panzer und ihre Zerstörungsmaschinerien, bis alles Öl und Gold und alle Schätze. Nie mehr, nie mehr, nie mehr.
ergänzend sagen, wir arbeiten, also ein Freund und ich arbeiten momentan an einem Dokument, das sich auf ein Menschenrecht beruft, den Krieg zu verweigern. Ja, gerade hier im deutschsprachigen Raum, weil wenn wir das tun, haben sie kein Futter für ihre Kriegsmaschinerie. Aber für euch hier jetzt unmittelbar habe ich etwas mitgebracht, und zwar ein Ich-mach-mit-Kärtchen. Ja, es gibt genügend, ihr könnt auch welche mitnehmen für eure Freunde und Bekannte. Ich möchte euch wirklich herzlich einladen, eins auszufüllen. Wer auch immer euch eingeladen hat, einfach abgeben. Da steht halt jetzt nur ganz allgemein drauf eben, es gibt eine Montagsdemo hier in Salzburg. Gibt es eigentlich jetzt momentan im deutschsprachigen Raum sehr viel, diese Mahnwache. Da kann man sich anmelden. Wir organisieren auch, dass wir da uns dann ein bisschen mit Stände und so dort präsent machen. Wir haben einen Filmabend geplant. Ich habe jetzt einfach nur mal einen Platzhalter eingefügt, weil wir noch nicht das genaue Datum wissen. Aber wer auch da interessiert ist, wir werden Dokufilme oder dergleichen auch zeigen. Dann S&G, wer S&G-Artikel schreiben möchte, oder es gibt ja viele Dienstbereiche, dann, wo man sich einbringen kann, je nachdem, was die Stärke und Gabe des Einzelnen ist. Und halt eben auch die Klagemauer. Es ist halt sehr grob jetzt da angeschrieben, aber man kann sich da, man kann mal zu einem Schnuppertag kommen, man kann das Ganze mal ausprobieren und man sieht dann eh, wo es einen persönlich dann innerlich hinzieht. Genau. Und ein Punkt fehlt, die nächste ACK ist im November. Also wenn wer gerne mitfahren möchte, einfach zu seinem Kontakt gehen, und dann gibt es auch Mitfahrgelegenheiten, meistens vor der Busfahrt. Der fährt von Wolfsberg weg. Und bei der nächsten ACK wird sicher auch wieder so sein, dass ein Bus wegfährt im November. Aber genaues Datum weiß ich noch nicht. Wird auch nicht auf unsere Plattformen gehen, weil sie meistens ja boykottiert dann wird und wir schon mal eine Verstopfung haben müssen oder die Halle gesperrt worden ist, weil sie einfach alle Mittel und Wege finden, dass uns die ACK eigentlich verbieten. Darum bleibt es bis zum Schluss eigentlich immer nur über uns, und wir geben es dann weiter, und dann weiß man das, wann es eigentlich ist. Aber wir wissen zumindest, es ist im November. Also wer dabei sein möchte, bleibt in Kontakt mit uns. Genau. Okay. Das wäre jetzt eigentlich von uns mal, von unserer Seite her. Die Montagsnehmung findet am kommenden Montag wieder statt. Gell? Ja, genau. Am 25. um 18.30 Uhr am Mirabellplatz. Genau. Findet die nächste Montagsnehmung in Salzburg statt. Genau. Die läuft jetzt nicht über uns, das ist eine offizielle Demo, wo die heißt Demo, ist aber keine Demo nicht. Da sind einfach ein paar Stände aufgestellt, wo jeder einfach, der eine, glaube ich, Hypo Alpe Adria, wie das mir und das Volk bringen, jeder hat so irgendwas anderes, was er da und das Volk bringen möchte. Und wir möchten dort auch einen Stand haben. Das ist um 18.30 Uhr, gell? Das ist aber nur in Absprache. Es ist nur in Absprache. In Kärnten ist wiederum so, da haben das wir überhaupt übernommen, da sind Kärntner, die was das machen, also da läuft es schon sehr gut. Und in München draußen, also Deutschland ist sehr gut besucht, diese Montagsdemos. Mahnwache war es, glaube ich, da drüben draußen. Und unser Ziel ist halt eben, dass wir das auch hier in Salzburg eigentlich regelmäßig machen, weil momentan ist es hier nur einmal im Monat, dass es in Salzburg stattfindet, und das ist eigentlich sehr dürftig. Na, alle zwei Wochen, gell? Alle zwei Wochen? Also, es ist unterschiedlich, ich habe jetzt auf der Internetplattform nachgeschaut, es ist diesmal das dritte Mal, es war jedes Monat einmal. Es ist alle ins Wasser gefallen, muss man sagen, in Salzburg, weil Salzburger recht aus Zucker sind. Mhm. Und Schlechtwetter nicht unbedingt ja. Hingängen. Aber es war ziemlich massiv Regen da jetzt immer. Da haben wir die Klagenfurt ein bisschen mehr Freude, weil die haben nicht so schlecht Wetter. Mhm. Genau, das wäre es jetzt mal von unserer Seite. Ah ja, genau. Und da werden die aktuellen S&G wieder zu nehmen. Und da speziell, was jetzt alles mit den Medien zum Tor hat. Das sind drei spezielle S&Gs, die was rein mit Medien zum Tor haben. Und das sind jetzt die S&Gs, die was einfach vor den letzten Jahren sind, auf 33, glaube ich, da nicht. Also die kann man sich gerne da nehmen. Und natürlich auch gerne die kleinen Kärtchen für die KTV. Das darf man sich gerne nehmen. Ja. Und da könnt ihr nehmen, was ihr wollt, also da ist immer wieder, was wir es gerne losschicken. Von dem her.
Und wir sagen danke und ich hoffe, es hat euch ein bisschen berührt. Eigentlich war der Vortrag mehr, dass man wirklich einmal Berührung hat, in welcher Zeit wir leben. Wir haben Kinder, wir haben Söhne und wer will schon seine Söhne gerne in den Griff ziehen lassen. Und das will keiner mehr von uns. Ich glaube, manche haben noch Eltern, die was das erlebt haben im Zweiten Weltkrieg. Die wissen noch, was sie da gespielt haben. Das habe ich selber erlebt. Ja, Herr Asenwichler. Meine Mama auch noch. Die hat auch noch erlebt. Und in der Ukraine. Der Herr Hasenbichler, genau, ist Zeitzeuge, aber selber im Krieg in der Ukraine und dort flammt es jetzt wieder auf. Genau, dort beginnt es. Da sind wir Rückzug in einem Stück 400 Kilometer zurückgegangen. Wahnsinn, ja. In 43 war das. Aber wenn ich dann jetzt nur sage, dass die Generation bei ihr noch einiges ausgehalten hat und die Generation, die was jetzt ist, das aber nicht mehr aushält, dann wissen wir ganz genau, wer diesen Krieg da sicher verlieren wird. Darum wollen wir gar nicht, dass die mal einziehen müssen, weil die damalige Generation, meine Mama hat gesagt, wir haben sowieso nichts gehabt. Nach dem Ersten Weltkrieg war nichts, beim Zweiten Weltkrieg war nichts, wir haben nie was gehabt. Aber jetzt leben wir ja ins Haus und raus und in den Schlaraffen. Also wenn jetzt Krieg kommt, schaut es anders aus. Und dann wollen wir vermeiden und vor allem, man darf nicht so leichtgläubig sein und sagen, wir in Europa, das kommt nicht an. Das dürfen wir da. Der Krieg ist bereits, es ist ein Informationskrieg zuerst bei uns. Genau. Und dann muss man sagen, Putin hat als letzte Aussage, das haben wir sogar auch auf der Karte vor, wo man das gesagt hat, gell, Europa soll sich nicht zu sicher fühlen. Nur weil sie jetzt konkret nicht haben, heißt es nicht, dass sie nicht gut haben. Und es muss uns bewusst sein, dass wir das noch alles irgendwie steuern können, wenn wir sie dahinter setzen und die Zeit in das investieren, KTV-Karten auszugeben. Auf, ist egal, es gibt viele Aufklärungsdienste. Schickt es zu den Aufklärungsdiensten. Und prüft die Quellen, dass man auch nicht in die erwähnten Fallen tappen. Dass man uns dann als unglaubwürdig hinstellt, weil wir irgendein Blödsinn erzählen. Also wirklich auch prüfen, wo man es hinschickt oder wo die Aufklärungssachen sind. Also uns wäre immer am liebsten, wir würden uns alle zusammen, weil dann hätten wir wirklich mehr Power. Und wir haben auch schon ein Redaktionsteam, das auch dann Quellen prüft und wirklich Qualitätssicherung betreibt, damit das, was kommt, so gut als möglich wirklich qualitativ und von Wahrheitsgehalt her stimmt, dass man eben genau diese Fallen eben nicht haben muss, selber als Einzelkämpfer. Aber was haben wir eigentlich für eine Chance, wenn unsere ganzen Politiker Kleinscheißer sind? Wirklich? Naja. Was haben wir effektiv für eine Chance? Es ist ein Wahnsinn, es ist wirklich. Stimmt, ja. Ich meine, und heute, wenn du dich aufregst, dann bist du nicht ganz normal. Genau. Ich bin bei uns, ich habe mich so aufregen müssen, wie, da heißt es ja, also es ist eh genug Platz, also ganz einen kleinen Park haben wir nur, wirklich einen kleinen. Auf einmal sehe ich da in der Fuhr, und viel über sie mich, ein paar so Bammeln, sind wir, ich weiß nicht was das für, sind wir Zypressen, schauen sie aus, die Spatzen, die Vogel halt sind in der Mitte da drin, viel über sie mich, sehe ich einen, zack, abschneiden und noch einen, und sind wirklich, sind ein paar Bäume und zwei, drei große, bin ich runtergesaust. Hab ich gesagt, was kannst du? Der ist erschrocken. Sagt er, ja, mir tut es eh selber leid, einen gesunden Baum abschneiden. Aber der Bürgermeister hat gesagt, ja, die kommen mit. Sag ich, ja, wieso? Was ist da was? Ja, da kommt eine Garage her, weil die Wasserrettung gebraucht. Sag ich, was? Im Park? Sag ich, das ist ein Wahnsinn. Haben wir ein neues Feuerwehrhaus? Die haben gesagt, da ist Platz. Das ist ja ein Wahnsinn. Hat er gesagt, ja, ey, ich sag's eh selber, mir hat fast ein Herzschlag getroffen. Ich bin dann sofort reingesaust zum Bürgermeister. Natürlich flippe ich dann. Dann habe ich gesagt, sag, ja, du kannst nichts anderes, weil wir nach Namibia fahren und Viecher schießen und eine Ding um Ding sicher wirst dann. Ich muss auch sagen, wir müssen immer wissen, welcher Ziel das wir entgegengehen können. Der kleine Bürgermeister im Ort, der hat im Grunde nichts zu sagen. Ja, eben, so. Aber bei denen fangen sie an, bei den Kleinen. Wie geht's weiter? Nein, wir müssen auf die Ursache zurückgehen. Wer hat das alles gemacht? Wer steckt hinter diesen Medien? Wer steckt hinter den Kleinen? Ja, wer steckt drinnen? Dahinter? Okay, da sitzen wir zusammen. Ja, wir haben die Verantwortung abgegeben. Wir stecken dahinter. Wir müssen ganz einfach nur schauen,
dass das Volk wieder aufwacht. Das Volk ist einfach im europäischen Raum gesättigt. Es schläft. Ich sehe da fast keine Chance, weil wenn es da... Aber das ist eben genau das, warum das Volk schläft. Genau. Weil jeder sagt jetzt genau das Gleiche. Weil es gibt schon immer wieder die Leute, ich glaube, das sind eh fast alle, die sagen, ja, was soll man denn da? Der Bürgermeister und der Spindlecker und der Fischer und wir sind alle heißen, im Grunde haben wir ja eh alle keine Chance. Und wenn ihr jetzt so denkt, dann stimmt das auch. Aber genau mit diesem Gedankengut haben sie uns niedergehalten. Genau aus dem Grund sind wir eben so passiv und schlafen so, weil wir eben alle sagen, wir schaffen es nicht oder wir können ja nichts machen. Nur das Volk ist jetzt einfach in einem Schlafzustand und es ist unsere Aufgabe, die wieder aufzuwecken. Und das macht man eben mit der KTV, dass wir es aufwecken oder mit Essen geht, dass wir es aufwecken. Weil wir haben klar angefangen, gell? Man muss wissen, wie die AZK gegründet worden ist. Das ist jetzt her 2008. Da waren wir noch niemand. Da sind 200 Leute drin gesessen. Und heute haben wir aber 1 Million auf KTV, 2500 Leute. Wir wissen gar nicht mehr eigentlich, welche Hallen dass wir nehmen sollen, weil es einfach so große Hallen gar nicht mehr teilweise gibt. Und vor allem, wo wir eine dürfen, das ist ja das andere, weil es ist ja nicht so, dass jeder so kennt. Sondern wir haben ja Probleme mit denen, dass wir in Hallen dürfen. In Österreich darfst du gar keine AZK machen, vom rechtlichen her. Das darf man gar nicht. Man muss in die Schweiz gehen. Weil die Schweiz ist da auf neutralerem Boden. Die lässt sowas zu. In Deutschland und Österreich darfst du das nicht machen. Weil uns viele fragen, wieso macht eigentlich die AZK nicht in Österreich? Weil wir es nicht dürfen. Und was kommt gleich da passieren, wenn es das? Nein, die genehmigen das gar nicht. Und man muss eine Genehmigung aussuchen und die genehmigen das gar nicht auch. So viel zum Thema Demokratie, oder? Ja, genau. Ja. Auch vielleicht noch ein kleines Praxisbeispiel, was wir schon erreicht haben, nur so als Einzelfall. Es ist, glaube ich, jetzt mittlerweile 2 Jahre her, dass sie im Schul, im Lehrstoff, im Lehrplan, wollten sie eigentlich, dass Kinder bis zum 15. Lebensjahr oder 16. eigentlich sexuell voll sich entfalten. Ja, also sprich mit Homosexualität, Transsexualität und alles, was dazugehört. Ja, das fängt an, ich habe mir den damals abgeglaubt, weil ich selber nicht geglaubt habe, da steht drinnen minutiös genau, was ab Kindergartenalter, ja, im Kindergarten sollen die Kinder schon lernen, sich selber und gegenseitig zu betatschen und massagen und so, fängt sie harmlos an, bis hin zur Selbstbefriedigung und sexuellen Geschlechtsverkehr unter 15-Jährigen. Ja. Wir haben auch recherchiert, was ist da, wer will sowas, ja, wer weiß, Pädophile, Pädophilenparteien, ja, im deutschsprachigen Raum. Und wir haben dann eben eine Initiative gegründet, wir sind dagegen gestanden und haben gesagt, Moment, bis hierher nicht weiter, das machen wir nicht, das lassen wir nicht zu, dass das mit unseren Kindern passiert. Und es wurde aus dem Lehrplan dann wieder gestrichen. In Deutschland sind sogar die Eltern eingesperrt worden, wenn sie die Kinder heimgeschickt haben. Ja. Nein, nicht nur, sondern wir haben selber einen, der was bei der KTV mitarbeitet, ist sogar als Beitrag oben, seine Tochter unabgesprochen, ja, hat von sich aus intuitiv, was weiß ich, 6, 7 Jahre, irgendwie so in dem Alter, intuitiv selber gespürt, das will ich nicht, ist aufgestanden, aus der Klasse gegangen, ja, und hat gewartet, bis diese Stunde vorbei ist, dass sie wieder reinkommt. Ja. 6 Jahre, so meinungsfähig. Was ist passiert? Der Vater wurde ins Gefängnis gesetzt für 3 Monate. Ah, 3 Monate, Entschuldigung. Ja. Weil seine Tochter rausgegangen ist, er hat nichts gesagt, er hat nichts getan, aber er hat gesagt, ich zahle keine Strafe nur, weil meine Tochter nicht früh sexualisiert werden möchte. Ja? In Deutschland. So viel zur freien Meinung. Genau. Und so weit kommen wir aber. Das muss man wissen. Unsere Kinder können nicht mehr sagen in der Schule drinnen, ich möchte das nicht. Und wir können es auch nicht sagen, ich möchte das nicht. Und unsere Männer können auch nicht sagen, ich möchte nicht in den Krieg ziehen. Weil sie sagen, was wir möchten. Dann müssen es vielleicht zum Psychiater. Und die meisten Psychiater haben sogar den festen Schuss. Also wenn es denen gelingt. Aber das ist ja grotesk, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Leute, die wir damit beauftragen, unsere Kinder auszubilden. Ja? Weil eigentlich ist ja... der Lehrerberuf, der eigentlich vom Volk gewünscht, bitte bring meinen Kindern so das Grundwissen bei, damit sie gesellschaftlich was taugen. So ist es.
Ja? Genau. Und diesen Leuten, denen wir unsere Kinder anvertrauen, jetzt auf einmal drehen sie uns den Spieß um und sagen uns, was unsere Kinder in den Schädel gepresst wird. Ich meine, das ist grotesk. Und diese Eva Herrmann, diese Journalistin, hat genau das gesagt. Sie will nicht, dass ihre Kinder mit einem halben Jahr irgendwem übergeben werden, der was ihre Kinder erzieht. Sie will bei ihren Kindern daheim bleiben und sie will ihre Kinder selber erziehen. Und eigentlich wollen das 90% der Frauen auf der ganzen Welt, weil ihre Kinder daheim bleiben, sie erziehen, bis sie so weit sind, dass man sagen kann, okay, jetzt geht's und jetzt können sie weiter. Aber bei so einer Journalistin, die war kaum ein halbes Jahr alt, das Kind, haben sie ihr wirklich dieses Kind fast entzogen, weil sonst hätte sie alles verloren. Und die hat dann gekämpft, diese Frau. Mit denen hat es eigentlich angefangen. Es hat eigentlich angefangen mit der Geburt ihres Kindes, wo sie mir anders angefangen hat zu denken. Und dann ist sie draufgekommen, dass man eigentlich in Wirklichkeit nichts zu sagen hat. Da fängt schon bei Impfen an, bis irgendwo hin. Also Frühsexualisierung ist dann das Nächste. Wir im österreichischen Raum sind immer in diesen Dingen ein bisschen weiter hinten. Bei uns gibt es es noch gar nicht. Man kennt es teilweise noch gar nicht. Im deutschen Raum, in Deutschland draußen, ist es im Lehrstoff drinnen. Da gibt es dieses Fach Frühsexualisierung. Das gibt es. Da Kindergarten lernen, Kondome überstülpen. Doch, wir? Ja, das durch die KTV. Nein, wir haben sehr viel erreicht auf dem Gebiet. Ja. Wir haben wirklich da sehr viel erreicht. Es ist dann in dem, wo es den Mann eingesperrt haben, ist es vom Unterrichtsplan genommen worden. Aber nur weil eben Mütter und Väter aufstehen, Artikel schreiben, das in selbst erschaffene Medien, wir sind unabhängig. Uns kann keiner den Hahn abdrehen, weil wir selber sind der Stoff. Ja? Wir selber sind das Wort, wir sind das Schwert, das hier Lüge und Wahrheit teilt, die Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ans Licht bringen. Ja? Das heißt, jeder Einzelne ist gefordert und jeder Einzelne ist ein Schwert, das hier dieses Verderben ans Licht bringen kann und verhindern kann. Ich habe es zum Beispiel total übersehen, dass das mit der Ukraine, das hätte man nie gedacht, dass das so arg wird. Also wie ist das so schnell gegangen? Wie ist das? Ja, ja. Aber da sieht man, in was für einer Blase wir leben, in was für einer Medienblase wir leben, dass uns sowas nicht einmal auffällt. Aber unsere Soldaten sind drüben und wir wissen es nicht. Ja. Ja, aber wir verballen unsere guten Männer da drüben. Man weiß bis jetzt noch nicht, was war mit dem Flugzeug. Kommt das? Wer hat das abgeschossen? Ist das? Kann man sich auf der Klagemauer einen Artikel anschauen? Nicht mal. Ja, da gibt es sehr viele Artikel, was dieses Thema auch betrifft, was da dahinter steckt. Oder dieses Flugzeug, was verschwunden ist. Ja, genau. Das ist doch sehr mysteriös, warum. Ja. In unserer Zeit, wo alles überwacht wird, wo jeder sein Handy, wenn er auftrat, weiß man sofort, wann ist der aufs Klo gegangen, was hat er gegessen, was hat er getrunken den ganzen Tag. Wir wissen doch alles von jedem. Ich meine, es gibt ja nichts, was eigentlich jetzt verheimlicht wird. Und dann wissen wir auch noch nicht, wo ein Flugzeug hingekommen ist. Also das ist man sagt ja sowieso, dass das dasselbe Flugzeug war. Also das, was damals verschwunden war, haben sie umlackiert, weil es von derselben Fluggesellschaft war. Und dann haben sie die Leute, die was da geflogen sind, mit den Viren experimentiert, weil das Flugzeug, was abgeschossen haben in der Ukraine, die Leichen, die waren blutleer, die haben nicht geblutet. Das bedeutet, die waren schon vorher tot. Lange vorher und nackt obendrein, ja. Keiner setzt sich schon tot und nackt in ein Flugzeug. Und die Raketen hätten die ja gar nicht abschießen können, weil dazu braucht man Radarstation, die was das leiten kann, das haben die ja gar nicht. Die hätten das vielleicht stören können, die Raketen, aber nicht benutzen. Genau, das haben wir ganz eine einfache Lösung. Eine Sendung produziert, wo das eben genau erklärt wird, dass Russland hätte dieses Flugzeug nie abschießen können, weil einfach diese Art von Waffen gar nicht in Russland an dieser Grenze stationiert waren. Bei den Separatisten vor allem. Genau. Aber eben, wo erfährt man das? Das erfährt man in keiner Kronenzeitung, in keiner Salzburger Nachrichten oder sonst irgendwo. Das erfährt man eben dann nur über diese Dinge. Und wenn die Menschen immer mehr und mehr wissen, dass es da was anderes auch noch gibt. Und was war das für ein Thema? Irgendwo habe ich das gelesen, dass die schon tot waren, dass die was. Es ist auch mit Ebola verseucht worden, um das Dorf auszurotten, oder die Gegend. Ebola ist auch nur gemacht, sagen wir mal so. Ja, die Amerikaner haben ja Patent auf das Virus.
Aber eben, man kann sich das mal anschauen, man kann das einmal sehen. Dann kann man einmal sagen, wenn man mit Leuten redet, du schau her, Ebola, wie schlimm, jeden Tag 50 Tage, jetzt hat wieder ein paar Dinge und da was. Und dann kommen sie schon nach Frankreich schon langsam, Spanien war schon einer. Ja, was ist denn das? Wenn Ebola nicht eindämmen, das ist ja alles von der Weltgesundheitsorganisation, nicht? Das ist eh alles Katastrophen, die mit Dekabieren oder umgesagt ist. Das glaube ich nicht. Aber wir sind der Mann, der was das unter das Volk bringt. Und wir dürfen nie glauben, dass der Einzelne keine Macht hat. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das ist nur das, was uns immer erzählen. Das ist immer das, was uns niederdrücken, was uns klar halten, wo der Mensch eben immer irgendwo auf der untersten Schiene irgendwo dahin, wie sagt man, dahin fliegt. Und wer sind die ganz Obersten? Wer sind das? Da muss sich jeder selber auf den Weg machen. Jeder muss sich selber auf den Weg machen und jeder kommt ans Ziel. Mhm. Weil ich habe im Jahr 2008 auch noch nichts gewusst für die ganzen Sachen, dass da wer dahinter steckt. Und war noch gutgläubig und habe das schon geglaubt, was in den Medien gestanden ist. Und dann, wenn man sich auf den Weg einmal macht und auf die Suche, dann findet man genau denjenigen, der was dahinter steckt. Und glaubt mir's, auch der Obama ist nur ein Handlanger. Ja, das ist mir das. Weil viele glauben, der Obama hat viel zum Sagen und da kommt sich was, er ist nur ein Ausführer und sonst gar nichts. Das habe ich mir schon lange gedacht, also der hat nicht viel zum Sagen. Genau. Aber wenn man die S&G eigentlich liest, da kommen diese Namen schon sehr oft vor. Da steht schon drinnen, wer dahinter steckt. Und wenn man dann ein bisschen recherchiert, nur bei den Namen, die was da drinnen stehen, über in der S&G, dann kommt man auch genau ans Ziel. Also man findet die Menschen, die was da hinten stecken. Und glauben Sie mir, es sind nur fünf. Stellen Sie sich das vor, nur fünf Menschen auf der ganzen Welt sagen, wo es lang geht. Mhm. Also der Einzelne hat es. Bei einem 8 Milliarden Volk, gell? Mhm. Ja, was habe ich da mal gelesen? Ja, weil sie wollten ja eben Kriege machen, dass, ich weiß nicht, es sind ja noch nie so viele Menschen wie jetzt auf der Welt gewesen. Und die ganz Reichen haben Angst um ihren Reichtum, also dass irgendwann nicht stimmt. Nein, das nicht. Die brauchen den Reichtum. Sie haben Angst vor uns. Genau. Sie haben Angst vor der Masse. Sie haben sogar einmal in ihren eigenen Protokoll eingeschrieben, sie haben Angst vor einem, nur einem, komplett geisterfüllten Menschen. Vor denen haben sie Angst. Man muss sich das mal vorstellen. Nur vor einem. Ja. Aber deswegen halten sie das Volk nieder. Die brauchen, die haben einen Reichtum. Einer gehört die ganze Welt, was wollen sie nur mehr? Es gibt eh nicht mehr wie die ganze Welt. Das gehört ja eh schon. Da geht es rein um Macht. Und sonst gar nichts. Und für das werden viele, viele Dinge angewendet, wie Kriege, Pharmazie, Ebola. Wenn du das Volk mit Angst schürst, hast du es immer klar und hast du Macht. Und das ist eigentlich das, was sie wollen, und das ist das, was sie erreicht haben, möchte ich fast sagen, dass es auch so ist. Und das ist im Jahr, im 18. Jahrhundert, oder? Die Protokolle, wann sind die geschrieben worden? Im 18. Jahrhundert sind die Protokolle geschrieben worden. Da steht klipp und klar alles drinnen, was eigentlich bis zum Ende der Zeit so kommt. Und wie sie es eingefädelt haben, wie sie es gemacht haben. Sehr interessant, wirklich empfehlenswert, einmal zu lesen, diese Protokolle. Und Zion, Protokolle von Zion. Die muss man selber finden. Die muss man finden. Das sind ja 100-Jahrespläne. Man muss schauen, das 14. Jahr in jedem bekommenden Jahrhundert ist immer ein Ereignisjahr. Genau. Wir befinden uns wieder im 14. Jahr. Mhm. Der Erste Weltkrieg 14. 1814 hat es schon gekracht. Ziemlich genau. Gewaltig. 1714. Alle 100 Jahre kommen die Pläne, die sie sich ausschmieden, werden sie umgesetzt. Darum sind sie ja so clever. Genau. Weil sie nicht voreilig und hastig sind, sondern genau, Geduld so haben. Langzeitstrategie ist das. Das ist alles Langzeitstrategie, was die gemacht haben. Weil nach 100 Jahren gibt es keine Zeitzeugen mehr. Genau. Die meisten sind verstorben nach 100 Jahren. Und die haben das genauso geplant. Nach 100 Jahren, immer wieder 100 Jahre und dann kommt genau wieder ein Ereignis. Wir sind jetzt wieder so weit. Also das große Ereignis steht sicher vor der Tür. Das glaube ich auch. Aber das kann man eben auch abwenden, dieses große Ereignis, wenn man sie ein bisschen schon nur mal auf die Füße macht, glaube ich, kann man sich das schon von sich schon noch abwenden. Beziehungsweise umkehren, dass das Ereignis ein gutes ist und kein schlechtes, dass wir diese Machthaber absetzen. Immer so oftmals ist das. Nein, es passiert ja auch. Ja. Das Problem ist, wir hören nicht darüber, dass es Erfolge gibt. Ja, weil welches Mainstream-Medium wird schon darüber schreiben, dass zum Beispiel in Irland, glaube ich, war es,
das Volk selber gegen diese Banken aufgestanden ist und die Bankster, wie wir sie nennen, dann ins Land geflohen sind. Ja. Das habe ich in keiner Zeitung gelesen. Aber doch, so das habe ich irgendwo das gelesen. Ja. Nein, ist okay. Weil wir doch der Mammut. Ja. Aber das ist nur ein Beispiel von vielen. Ja. Oder diese ganzen Massendemos, die was auch im spanischen Raum stattfinden, von denen hört man nichts. Oder in Afrika. Ja. Die Leute stehen auf, aber wir hören nichts davon, weil wenn wir davon hören würden, dann hätten wir auch Mut. Ja. Und das will man nicht, dass wir Mut haben. Spanien hat sogar die Polizei demonstriert, obwohl sie gar nicht demonstrieren dürfen, und haben sie beim Volk entschuldigt, dass nicht eigentlich die Bankster eingesperrt haben, statt die Schuldner. Genau. Aber das hört man natürlich wenig, dass es solche Dinge auch gibt. Aber es liegt an uns. Ganz zum Schluss, es liegt einfach an uns selber, dass wir das alles hin umdrehen, dass wir mehr forschen. Dass man sich nicht mit dem immer begnügt, was wir alles sie haben, weil das wird uns alles immer abhanden kommen, was wir jetzt haben. Und dann ist die erste Mehrheit, ja. Uns geht es ja eh so gut, man muss so, man muss so gut jammern. Dann, wenn wer das sagt, geben sie einer die KTV, dann schauen sie mal da rein. Weil es geht uns nämlich nicht mehr gut. Ja. Die Wahrheit ist, wir sind so hoch verschuldet, dass uns eigentlich gar nichts mehr kehrt. Genau. Mhm. Und wenn man sich dann bedenkt, gell, dass jetzt zum Beispiel der Libanon überhaupt keine Schulden gehabt hat. Gar nichts, gell? Bis das gewesen ist vom Krieg, hat Libanon keine Schulden gehabt. Sie wollten nur nicht mehr einen Dollar bezahlen. Und das hat Libyen. Libyen, Entschuldigung. Genau, Libyen. Ein halbes Jahr vorher hat er sogar die Verdienste für Menschenrechte verliehen gekriegt, der Gaddafi. Genau. Und einfach mal dann war er wieder Tyrann. Passt auch wieder was nicht. Es waren allgemein diese ganzen Länder, Iran, Libyen, Syrien. Das war das demokratischste Land der Welt, das einzige demokratische Land, was es gegeben hat. Aber hingestellt worden ist er als der Iran ist noch nicht einmal so schlecht. Und wie er hingerichtet worden ist, also sowas menschenunwürdig, Wahnsinn. Und Russland ist am 5. Stelle von der Staatsverschuldung. Und dann schauen wir mal, wo Amerika ist, an letzter Stelle. Amerika ist das meistverschuldetste Land auf der ganzen Welt. Also was braucht Amerika? Ja, Russland hat gar keine nennenswerten Schulden. Und dann wollen wir Europäer die hochverschuldete Ukraine aufnehmen und uns gar nicht mal die Griechen leisten können. Ja. Es ist doch wohl klar, dass die nach Russland gehen sollen. Das ist ja wohl ganz logisch. Es gibt keine Debatte. Und jetzt hocken die Nazis in der Ukraine. Mhm. Haben wir gefördert haben. Klitschko Co. Wahnsinn. Ja, genau. Aber das muss man aufdecken. Diese Dinge, die muss man aufdecken, die muss man unter das Volk bringen, dass die wissen, so wie der Klitschko damals, der ist ja verherrlicht worden, schon gefasst von den Medien. Das war ja ein Wahnsinn, wenn du da angeschaut hast, der ist super tolle Boxer und was der nicht alles sie tut für die Ukraine und so, klasse und Ding. Dann im Endeffekt ist er nicht dann der Präsident worden, oder wie das da heißt, da unten bei denen. Und dann haben sie sowieso einen anderen vorgesetzt, da könnte man auch wieder reden, wer das ist, der was ist er, die Ukraine regiert. Also, ja, einfach Nazis halt. Und wir werden als Nazis deklariert, aber es sind ja alle die Nazis. Ja. Braune Esoteriker nennt man mich zum Beispiel. Und aber das möchte man euch nur weitergeben. Wir können etwas bewegen. Wir können zu unserem Nächsten hingehen, wir sagen, wir haben genug großen Bekanntenkreis, oder man macht am Montag bei der Mahnwache mit, oder man macht sonst irgendwas. Wir machen ja viele, viele Aktivitäten, das ist ja nur ein Teil von uns, das ist ja nur etwas Kleines, wir machen ja eigentlich viele andere Sachen. Wir machen Spielfilme, wo man das mit der Geldsituation einbringt, dass die Leute das auf eine andere Weise wieder mitkriegen. Wir machen ja sehr viele Dinge und man kann sie überall investieren. Und deswegen lassen wir leid, wir brauchen jeden Einzelnen, der was wirklich irgendwo mit uns da mitkämpft, uns unterstützt, auf irgendeiner Form, oder zumindest einfach nur, wenn er schon nicht da in diesen Dingen mitwirken will, einfach die KTV verbreitet, einfach anderen die Meinung und das Volk bringt. Man muss mit den Leuten nicht diskutieren, die Leute sollen sich selber eine Meinung machen, die Leute sollen selber KTV anschauen, die sollen selber sagen, okay, schlimm. Wenn ich mir den Film noch anschaue, wie war es da zur Hölle?
Vorhof der Hölle. Wenn Sie denn die Menschen anschauen, das ist live von unseren Leuten dort gefilmt worden. Spätestens da, wenn ich nicht da so erschüttert bin und sage, jetzt stehe ich auf und jetzt kriege ich das aus und das müssen die Leute wissen, was da unten abgeht, dann weiß ich nicht, dann sind wir wirklich tot. Dann sind wir zwar noch auf der Erde, aber wir sind tot. Weil wenn das nicht unsere Herzen berührt, was sie da unten anspielt, Kinder, wo... Das bleibt da nicht dort. Das braucht man nicht uns einbilden. Das bleibt nicht dort, haben wir unsere Eltern erlebt. Ja. Das kommt alles wieder. Und da wollen wir nicht zuschauen. Wir wollen das verhindern, unsere Kinder gehen nicht mehr in den Weg. Als Alternative, wir haben auch das Prinzip Strategie 3 Plus mit unserer S&G, dass man einfach sagt, ich gebe die S&G verbindlich 3 Leuten in meinem Bekanntenkreis weiter und ich instruiere sie, dass sie dasselbe machen. Ja? Weil das ist eigentlich relativ einfach, dass die hinten und vorne, das ist ein A4-Blatt, kann man in jedem herkömmlichen Drucker mittlerweile kopieren, ja? Dass ich das einfach weitergebe, ja? Als Alternative für die, die was nicht gerne im Internet oder fernschauen. Ja? Einfach 3 weitergeben, ganz einfach, und es ist genau dasselbe Inhalt in Druckform. Okay, dann würden wir jetzt halt abschließen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, wir haben ein bisschen eure Herzen berührt. Bei mir wollten wir eigentlich heute nicht. Wir wollten heute nicht groß irgendwie was am Vortag machen über gewisse Themen, weil die Leute, die da drin sitzen, wissen eigentlich schon oft sehr viel selber, haben sich selber schon schlau gemacht. Und um das geht es uns eigentlich nicht mehr. Weil wir wissen genug. Es geht um das. Wir müssen das wissen, was wir uns weitergeben. Und das ist uns eigentlich momentan unser größtes Anliegen, dass wir einfach gern weitergeben. Wir haben jetzt dann im September mal einen Filmabend, also man kann sich gern überall erkundigen, wir laden gern ein, wenn wer kommen möchte zu diesem Filmabend. Es geht uns immer sehr um persönliche Beziehungen, weil wir merken, es haben viele Aufklärungsdienste, die schicken die Mails auf 1000 Leute hin, ist auch eine Möglichkeit, wird man auch ausgebaut. Aber wenn dann der Krieg kommt, sind es nur Nummern im Internet. Wir wollen keine Nummern nicht. Wir wollen zu den Leuten Beziehungen haben, wir wollen die Leute kennen, wir wollen mit den Leuten was machen. Das ist uns wichtiger, weil das ist am Ende auch noch unser Bestand. Und nicht das, ob ich über das E-Mail oder Internet, weil das wird uns sowieso bald einmal genommen, das wird auch bald einmal nicht mehr geben. Aber dann weiß ich, aha, mein Kurier wohnt da. Ich weiß, meine Carola, die wohnt da unten, da brauche ich noch runtergehen auf der Arbeit und der gebe ich da unten meine Essen weiter. Das weiß ich. Aber ich weiß einfach meine Leute, wo die sind. Aber im Internet weiß ich das nicht mehr. Darum geht uns sehr viel über die persönliche Beziehung, sehr, dass wir persönlich was miteinander machen. Und wir brauchen nicht Millionen, weil das wird immer mehr und so auszugehen. Aber das, was miteinander zusammenschweißt, das ist einfach die Gruppe, die was dann da ist, die was sagt, okay, ich mache mich auf den Weg. Und ich danke, dass du da bin, sagst du nicht, genau, sogar danke. Und also das war sehr gerne. Okay, und ich darf sich gerne bedienen und natürlich auch. Danke. Frage ans Bewusstsein. Stell dir vor, es ist wahr und die Gaudi ist erledigt. Alle sind über Nacht zack, ein wenig gescheiter geworden. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt. Dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir einfach an von vorn. Was war dann? Was war dann? Die ganze Welt ist am Grinsen den ganzen langen Tag. Ja, die Menschen haben's irgendwie kapiert. Weil sie glauben nimmer an Zinsen oder an EU-Vertrag und haben gemeinsam Fukushima repariert. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie das gehört.
ja, ja. Und die Welt ist eine große Community. Ich glaub, sie wäre voll lauter frei. Und stell dir vor, es ist wahr, die Politiker erinnern sie, warum das es gibt auf der Welt. Und stell dir vor, es ist wahr, wir sind nimmer in die Hände von die Banken mit ihren Schwindelgeld. Ja, was war dann? Was war dann? Und stell dir vor, sie vergiften unser Essen und das Wasser nimmer, und die Energie ist endlich frei. Und das System mit den Personen haben wir lang schon immer nah, weil das der Grund war für die ganze Sklaverei. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity. Spürst wie die schwingen, oh yeah. Und die Welt ist eine große Community, die singen. Hey, hey, welcome to freedom. All those rules, we don't need them. Love and respect, that's all the wisdom. Hey, hey, welcome to freedom. Hey, hey, welcome to freedom. Und stell dir vor, es ist wahr, und die ganzen Differenzen auf der Welt sind auf einmal nicht mehr da. Und alle sagen kollektiv, na gut, verzichten wir halt auf Grenzen. Und wisst was, jetzt bauen wir es einfach alle an. Ja, was war dann? Was war dann? Ha? Ja, dann war Peace and Love and Unity. So wie das gehört, hurra. Ja, und die Welt ist eine riesen Community. Die Blära. Hey, hey, welcome to freedom. All those rules we don't. Welcome to